Einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich dir wieder einen Klassiker empfehlen, und zwar Papillon von Henri Chérier aus dem Jahre 1969. Dieses Buch wurde von Steve McQueen und Dustin Hoffmann verfilmt, und das waren auch so meine ersten Kontakte mit dieser Geschichte. Und ich glaube, der Film wurde jetzt sogar vor kurzem nochmal wieder neu aufgelegt. Und das zeigt doch, wie wichtig und brisant dieses Thema ist. Henri Chérier erzählt hier seine Lebensgeschichte. Er wird fälschlicherweise wegen Totschlags zu lebenslanger Haft auf Französisch-Guayana verurteilt. Er kommt dort in ein Zwangslager, in ein Arbeitslager. Und er erzählt seine Geschichte, was er durchgemacht hat, wie brutal das Ganze dort abgegangen ist, was die Gefangenen dort durchmachen und vor allen Dingen, wie wichtig es ist, einen einzigen Gedanken festzuhalten, nämlich den Freiheitsgedanken. Und den lässt er auch nie los. Er versucht mehrmals zu fliehen. Und ich kann nur sagen, dass dieses System, unter dem Henri Chérier gelitten hat, ihn selber nicht überlebt hat. Und das sagt ja schon alles. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und ganz tolle Lesestunden. Bis morgen. Ciao.